Wir müssen herausfinden, wer sie ist. Ich habe da einen Mann kennengelernt. Ach, was weiß ich, was du gestern getrieben hast? Ich wollte gerade duschen. Schrubbst du mir noch den Rücken? Selber verheiratet und geht mit anderen Ehemännern fremd. Nicht so schüchtern, man sieht es. Sag mal, weißt du denn eigentlich, was für eine Feier das gestern war? Ich habe irgendeine Wildfremde von diesem Junggesellenabschied geheiratet. Ja, diese im speziellen Falle. Bist du jeniger, welcher? Das hab ich auch, ja. Ich hab noch was im Bad vergessen. Und du verstehst dich doch offensichtlich auch mit deiner Cousine. Und ich verstehe gar nichts. Ja, ich bin nur etwas kreativ mit der Wahrheit umgegangen. Der euch getraut hat, könnte die Ehe auch sofort wieder für ungültig erklären lassen. Such eigentlich mal den Sohn, ist er nicht hier? Flo hier ist Ians Schwester. Deine zukünftige Frau ist Ians Schwester? Flo ist deine Schwester. Such dir doch bitte ein schönes Hotel. No beer for fear. Also. Ist Flo wirklich Ians Schwester? Dieselbe Mutter, aber verschiedene Väter. Ja, verstehe. Aber nichts weiter. Wir müssen das hier nur noch zu Ende bringen. Ja. Wo ist sie? Lüg mich nicht an, David. Soll das heißen, dass dieser Irre dein Vater ist? Ich nehme an, dass sie nicht ihre Schwester ist. Genau genommen nicht. Nein. Also gut. Eins. Sie ist. Zwei. Meine. Und Frau. Wir haben etwas getrunken und die Kollegen hatten Flo hier als Tänzerin engagiert. Das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass Ian Flo heute Morgen in meinem Bett gefunden hat. Und zwischendurch hast du geheiratet? Die Urkunde mit Brief und mit Und was? Käsiegel. Warum? Hat die Urkunde kein Siegel? Ist die Urkunde echt oder nicht? Ja, was grinst du denn mit Stau? Sind wir nun verheiratet oder nicht? Nein. Warum habe ich denn hier eine Heiratsurkunde? Bombe! Eine Glückwunsch dafür, dass ich die Polizei auf deine Geburtstagsfeier geschickt habe? Verzeihst du mir bitte?